Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 Kampagne hier bei Heisenberg. So, wir sollen Zucker in die Stadt bringen. Das machen wir mit diesem Zug, der ist unterwegs. Jetzt wollte ich aber noch, LKWs installieren, damit das wirklich in den richtigen Bereich kommt. Vielleicht wird es sogar reichen mit dem Bahnhof 4, dass das Spiel da ein bisschen gnädig ist. Auf der anderen Seite, ja, warum jetzt hier nicht noch einen LKW hinmachen? Das Geld haben wir, die Zeit haben wir. Allora, machen wir so ein Teil. Das würde sogar hier hinpassen und wir hätten den Bahnhof noch an der Angel. Das ist eigentlich perfekt. Sehr gut. Und dann können wir hier hinten. Ja, sagen wir hier. Geht nicht, da ist eine Bushaltestelle. Hier können wir abliefern. Da haben wir einen relativ großen Bereich. Ja, da hinten sind zwar noch weitere, aber da können wir den Großteil abliefern. Das passt schon. Neue Linie. Von hier nach, zack, hier rein. Dann ein Depot haben wir hier, glaube ich. Oder doch, hier hinten. Straßenfahrzeug kaufen. Wir müssen transportieren. Das hier. Ja, das können wieder alle, aber jetzt nehme ich mal die hier. Kaufen für, beziehungsweise wie viele, das ist die Frage. Ja, machen wir mal so viel. Dann Linie 9 und dann haben wir das nämlich auch schon. Wie gesagt, ob wir es jetzt brauchen oder nicht, ich weiß es nicht. Wir werden 10 Kaffeefrüchte transportieren, 30. Wir haben hier beim... Wir gucken uns die Fahrzeuge gleich noch an. Moment, wir haben hier 32. Das heißt, wenn wir da hinten schon gefüllt werden würden, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, das ist hier schon Zucker. Die Plantage, die stellt Zucker her. Ja, den Zucker nehmen wir dann mit, sobald wir den hier kriegen. Gut, müsste eigentlich funktionieren. Also, die Fahrzeuge waren noch. Mal gucken, wo die sind. Die kommen noch aus dem Depot raus hier. Ja, haben wir schon gesehen. Aber warum nicht nochmal einsteigen? Weil die Stadt selber, die haben wir, glaube ich, so noch gar nicht groß betrachten können. Da ist gerade so ein Dampfkollege vorbeigefahren. Cool. Und da hinten, guck mal, dieses Haus. Wow, dieses eine dort so. Wie sagt man dem? Fachwerk? Keine Ahnung. Bin ich Häuserspezialist. Aber jetzt sieht es hier doch schon relativ ordentlich aus. Wenn man hier so guckt, überall die Kutschen. Die Damen in ihren schönen Kleidern. Nett. Da hinten die Industrie. Ja, rege Betriebsamkeit, würde ich sagen. Ah, ich könnte stundenlang einfach mit irgendwas mitfahren in diesem Spiel und mich ein bisschen umgucken. Ich glaube, das mache ich mal irgendwann noch. Wenn ich mal nicht aufnehme, sondern einfach, das mache ich sicher auch irgendwann, einfach so für mich noch ein bisschen spiele, ein bisschen was teste oder so, wenn ich die Zeit finde, dann werde ich echt mal irgendwie eine Strecke bauen, einfach im Kreis von einer Stadt zur nächsten, irgendwie 4 Städte. Und dann werde ich dort mal 1-2 Runden mitfahren. Schön mit Käffchen etc. Und mich einfach nur umsehen. Und einfach genießen, dass man das jetzt kann. Ihr seht, ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Von der Tatsache, dass das eben funktioniert. Das ist ja auch ein cooles Haus da hinten. Ja, es sind alles coole Häuser. Keine Frage. Gut, wir steigen mal aus und gucken. Haben wir schon erste Erfolge mit Kollege Zucker. Da kommt gerade der Zug an. Und hier haben wir... 3 Stück, okay, dann muss der mehr als einmal hin und her fahren. Ich würde sagen, die Zeit gönnen wir ihm. Ich möchte mal hier noch gucken. Zuckerfarm. Ja, ist im Prinzip ein ungemodelter Bauernhof. Das sieht man allerdings. Ja, so ein bisschen anders ist er eben doch. Wobei, die Viecher haben wir hier auch. Ah, cool. Sehr schön. Gut. Ja, ich würde sagen, wir stellen hier mal auf Gib ihm. Und gucken dem Zug aber nicht zu, weil Gib ihm beim Zug nicht schön ist. Da oben fährt die andere Linie, die Personenlinie. Da haben wir ja das Ganze so gebaut, dass wir eben nicht mehr in dem Vulkanbereich drin sind. Ich glaube kaum, dass der ausbricht. Also das werden sie nicht implementiert haben. Das würde mich wundern. Aber, ja, wer weiß. Aber wir haben das jetzt sowieso hier außenrum gebaut. Hat also seine Richtigkeit. Der Zug ist in Sicherheit. So, wir haben bereits 16 Kaffeefrüchte. Ach, die transportieren wir ja auch noch. Stimmt. Moment, jetzt muss ich aber schnell gucken. Kaffeefrüchte. Richtige Linie wieder ein. Ach so, genau, das ist das. Das habe ich gar nicht gesehen, dass diese Aufgabe noch aufgepoppt ist. Ich dachte, wir müssen einfach die Linie wieder einrichten. Aber okay. Zügig zur Stadt. Welch Wonne. Geh weg, Errungenschaft freigeschaltet. Ich muss hier, muss hier wieder normales Tempo haben. So, mit dem Zug zuckelt der Zucker zügig zur Stadt. Welch Wonne. Passt. Aber die Kaffeefrüchte fehlen noch. Die kommen auch. Da sind wir bei 26 von 30. Bist du das hier? Jawohl, das müsste der sein. Der hat hier nichts dabei. Das heißt, er lädt hier hinten auf. Das wäre hier. 57 Einheiten. Da ist ja der zweite Zug schon unterwegs. Der hat 16 Einheiten. Ja, das reicht dicke. Da
Das ist ja cool. Gut, gleich noch mal kurz ein bisschen schneller stellen, dann kommen wir... Oh! Der Verkehr fließt famos. Die Plantagenwirtschaft entwickelt sich prächtig. Der amtierende Gouverneur gedenkt, sich angesichts dieser Erfolge bei Zeiten in die holländische Heimat abzusetzen. Ja, mach mal. Dank deiner hervorragenden Arbeit hast du gute Chancen, seinen Posten zu erben. Cool, ja, haben wir die Mission abgeschlossen. Wir gehen ins Hauptmenü zurück, weil wenn ich auf Spiel fortsetzen klicke, dann setzen wir einfach das fort, was wir jetzt hier gebastelt haben. Ich möchte aber natürlich zur nächsten Mission kommen. Allora? Jetzt muss es wieder ein bisschen laden. Das 20. Jahrhundert ist angebrochen. Die europäischen Großmächte sind dabei, die letzten Fetzen der Weltkarte unter sich aufzuteilen. Das deutsche Kaiserreich will endlich auch einen Platz an der Sonne. Es wittert seine Chancen am Bosporus, wo der launische Sultan Abdülhamid II. Über ein riesiges Gebiet herrscht. Zeit, den Deutschen das größte Infrastrukturprojekt in ganz Kleinasien zu sichern. Okay, man sieht 1904 bis 1914, das heißt, wir werden auch neue Fahrzeuge haben. Es lädt. Bagdadbahn. Ja, klingt gut. Jetzt bin ich gespannt, ob das eine große Map ist vielleicht. Wenn er davon redet, dass das ein Riesengebiet ist, könnte es natürlich tatsächlich sein, dass wir jetzt mal eine große Map sind. Habe ich so noch gar nie gesehen. Wir haben die mittlere im normalen Let's Play. Also da muss groß schon sehr groß sein. Oder gibt es nicht sogar noch sehr groß? Naja, wir werden es gleich wissen. Mal gucken. Kapitel 1, Mission 6. Und hier steht noch, das 20. Jahrhundert ist angebrochen, der Europäer, das ging zu schnell. Oder ich war zu spät. Das sagenumwobene Morgenland. Das Reich von tausend und einer Nacht. Wo Milch und Honig fließen. Die Bagdadbahn ist der Schlüssel zum Orient. Sie wird dem Kaiserreich Zugang zu wertvollen Ressourcen verschaffen. Finanziert wird das Bahnprojekt von der Deutschen Bank. Und du sollst dafür sorgen, dass vor Ort alles mit rechten Dingen zugeht. Okay, wir sind also indirekt. Eine Bahn, ja, egal. Von Bagdad nach Stambul. Erschaffen durch solide deutsche Ingenieurskunst. Ein mutiges Unterfangen. Solange das Projekt noch keine Rendite abwirft, hat der Sultan angeboten, allfällige Verluste mit seinen Steuereinnahmen zu tilgen. Da hilft man der hiesigen Landwirtschaft doch gern, ihre Erträge zu steigern. Sorge dafür, dass sich die Getreideproduktion erfreulich entwickelt. Damit wird auch die Finanzierung der Bagdadbahn sichergestellt. Dank deiner logistischen Unterstützung wird die Nahrungsmittelproduktion bald Fahrt aufnehmen. Da, guck mal hier, da haben sie tatsächlich noch so einen Tempel aus dem Boden gestampft. Eieieiei, cool. Also, Moment, ich möchte ja mal gucken. Ja, nee, riesig ist die Map nicht. Ich würde sagen, die ist mittel, aber gestreckt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht 1 zu 1, das ist halt, ja, 1 zu 4, 1 zu 3. Gut, ich guck mal schnell. Lebensmittelfabrik haben wir hier. Wir bräuchten, irgendwo einen Bauernhof. Was ist das hier? Westlicher Wüstenstamm. Das ist ja süß. Das ist wahrscheinlich eine Nebenmission. Die brauchen Stein und Brot, so wie es aussieht. Sieht man hier nochmal. Haben wir zu. Hier haben wir Öl etc. Wo haben wir denn den Bauernhof? Irgendwo müssen wir doch einen Bauernhof haben. Ach, hier. Ja, der ist nicht mal allzu weit weg. Und hier ist nochmal was. Falls wir Nachschub brauchen. Ja, das könnte man mit Kutschen angehen, würde ich sagen. Und dann müssen die Lebensmittel da rein. Auch mit Kutschen, weil das sind keine Strecken. Also zumindest nicht bis jetzt. Oder steht was, dass wir in irgendeine Zahl? Nee, aber wisst ihr, was natürlich ist? Dass wir wahrscheinlich nachher hinten auch noch müssen. Aber dann machen wir das eben nach Aleppo. Wie heißt das Städtchen? Aleppo wahrscheinlich, jawohl. Das machen wir natürlich mit dem Zug, weil das ist ja eine fette Strecke. Und guck mal, was das für eine schöne Strecke dann wird. Na, hier mit den Schienen durch die Schlucht durchgehen, wow. Gefällt mir jetzt schon. Gut, aber das hier, wie gesagt, das machen wir ganz einfach. Weil wir es können. Ja, nee, weil wir es können, könnte man natürlich auch einfach diese 74 Millionen nehmen und einen Zug hinstellen. Nee, aber ist ja wirklich, eigentlich ist es, ja, es ist dann überkonzipiert, würde ich mal sagen. Wir machen das so. Ist das richtig? Ist das Cargo? Jawohl. LKW-Station. Einmal hier.
einmal hier oben. Und hier in der Stadt drin machen wir das Teil, wo man abladen kann. Man sieht, die brauchen ja eigentlich überall Nahrung. Na, das hier abladen sind wir, glaube ich, gar nicht schlecht unterwegs. Okay, das würde schon mal passen. Mache ich das mal weg, solange wir spielen. Ich kann eigentlich auf Play gehen. Wir brauchen eine Linie, eine neue. Das wäre von hier, Kollege Bauernhof, nach hier. Und dann brauchen wir nochmal eine neue Linie. Das wäre dann von hier die Nahrung dorthin. Passt soweit. Zwei Linien dein haben wir. Legendärer Landsmann Kara Benemsi kreuzt deine Wege. Welch ein großartiger Zufall. Begleite den furchtlosen Abenteurer und stehe ihm mit Rat und Tat zur Seite. Aber natürlich. Oh weh. Sir David Lindsay, deines Landsmanns englischer Mitreisender, hat sich die gefürchtete Aleppo-Beule eingefangen. Oh je. Auf seiner ohnehin beachtlichen Nase wuchert ein horribles Geschwür. Ein Wüstenkraut verspricht Heilung. Hm, was allerdings sonst? Findet sich das Gewächs nur in ganz bestimmten Höhenlagen. Okay, sammle drei Schlangenweidenbüsche in einer Höhenlage zwischen 220 und 230 Metern. Werden wir machen, jetzt machen wir das zuerst. Also, wir brauchen ein Depot. Haben wir hier bei Gebäude. Das ist aber bei den Zügen. Ich brauche hier das Gebäude. Dann haben wir hier das Depot. Und das werde ich vielleicht sogar eher hier ein bisschen in Richtung Stadt reinstellen. Wir drehen es ein bisschen. So, in sanften Schritten. Dass es wenigstens doch ein bisschen gut aussieht. Und dann brauchen wir hier zuerst mal Fahrzeug kaufen. Habe ich jetzt echt schon wieder ein Straßenbahndepot erwischt? Allen Ernstes, man sieht es eigentlich, ist relativ lang. Ist aber egal, weil die möchten hier sicher auch irgendwann eine Straßenbahn haben. Deswegen gehen wir hier nochmal zu Gebäude und schnappen uns das Richtige. Das wäre das hier. Zack, passt. So, nochmal gucken, Fahrzeug kaufen. Jetzt sind wir nämlich bei den richtigen Gefährten. Wir brauchen A, dass wir Getreide liefern können. Das wäre hier. Haben wir das hier auch? Das machen. Ja, beide machen wieder das Gleiche. Dann würde ich sagen, damit wir ein bisschen. Nee, würde ich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, für die eine Linie die hier, für die andere Linie die hier. Das ist aber eigentlich doof, weil wir müssen gucken aufs Tempo etc., damit wir hier wirklich vorwärts kommen. Die sind einfach schneller. Dann kaufen wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Weisen die der Linie 1 zu. Okay. Dann kaufen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lieber zu viel als zu wenig. Und machen die auf die Linie 2. Und dann haben wir das hier schon mal angeleiert. Die kommen hier alle schön raus. Auch wunderschöne Gefährte, wie ich finde. Heißen die nicht Cannstatt? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie die heißen. Lass mich nochmal schnell gucken. Jawohl, Cannstatt. Die kenne ich eben auch noch aus Transportfieber 1 und aus Tränenfieber. Ist ja ganz nett, dass die auch immer noch da sind. Cool. Okay, wir müssen die Lebensmittelfabrik vergrößern. Das können wir eben machen, indem wir hier gucken, dass wirklich genug Getreide ankommt etc. Gut, das muss jetzt erstmal anlaufen. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich Zeit, um hier kurz zu gucken, was das genau ist. Wie soll das funktionieren? Was müssen wir hier genau machen? Irgendwie ist hier irgendwo ein Zeichen oder muss ich was suchen? Das hatten wir doch bei Transportiver 1 schon. Bei der ersten Kampagnenmission, da habe ich glaube ich einen halben Tag lang irgendwo den Eingang zum Gotthardtunnel oder irgendwas gesucht. Da kann ich mich noch dran erinnern. Oder müssen wir hier einfach ein LKW-Teil hinstellen und das dann runterschaffen? Wissen Dingens. Allerdings findet sich das Gewächs noch in ganz bestimmten Höhenlagen. Sammle drei Schlangenweidenbüsche in einer Höhenlage. Drei Stück. Da kann ich die irgendwie so einsammeln. Schlangenweidenbüsche. Wie sieht so ein durchschnittlicher Schlangenweidenbusch aus? Moment, ich klicke nochmal drauf. Ne, das geht nicht. Wir kommen da nicht zur richtigen Stelle. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Muss ich jetzt hier sämtliche Büsche durchgehen, um hier das richtige Teil zu erwischen? Oder muss ich hier tatsächlich irgendwie einen LKW-Port hinstellen? Ich glaube, es sind drei bestimmte Büsche, die ich einfach irgendwie anklicken muss. Und dann müsste das hier unten eigentlich zählen. Oder sehe ich das falsch? Weil genau beschrieben ist es natürlich nicht. Sammle drei Schlangenweidenbüsche in einer Höhenlage zwischen 220 und 230 Meter. Das sind allerdings nur 10 Meter. Sehe ich was, wenn ich hier die installiere? Ne, in dem Sinne Höhenangabe sehe ich trotzdem nicht. Oder ist das hier die Höhenangabe? Dass das hier oben der Bereich ist? Wir lassen das mal eingestellt. Ist zwar nicht schön, aber vielleicht ist es hilfreich. Ja, also mit Anklicken, glaube ich, funktioniert es doch nicht. Oder haben wir hier noch was? Nein.
Hier hinten? Nein. Ich versuche es mal anders. Ich stelle hier einfach mal probeweise irgendwie so einen LKW-Port hin. Mal gucken, was dann passiert. Können wir den in klein haben? Ja, jetzt ist er ein bisschen schnuckeliger. Machen wir den mal hier hin und gucken. Passiert hier irgendwas? Ich mache mal die Höhenlinien noch zu. Nee, auch nicht wirklich. Ja, dann müssen wir hier tatsächlich was finden, was die Nase halt in der Form, dass wir hier klicken. Ja, aber da klicke ich mich ja, da klicke ich mich ja tot. Das hat wirklich was von der anderen Mission, von der ersten eben im, in der Kampagne von Transport Fever 1. Da ist auch nichts. Sagen Sie mal. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie den LKW-Port über den Busch gestellt. Wahrscheinlich wären die genau dort unten gewesen. Das geht ja mir nicht. Also zumindest nicht so, wie ich es mache. Na, das ist ja ganz kurlig. Wenn ihr die Mission schon gemacht habt, lacht ihr euch jetzt wahrscheinlich ein Wolf und denkt, ach, du musst halt. Ja, aber eben, also aus diesen Angaben hier ist es relativ schwierig rauszufinden, was das Spiel genau möchte. Soll ich vielleicht doch mal irgendwie eine Dingens bauen? Oder ist hier irgendwo ein Fragezeichen? Das könnte natürlich auch sein. Nein, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wohin mit denen. Sammle drei Schlangenbüsche in einer Höhenlage zwischen. Steht nicht, wo die hin müssen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich zuerst sammeln. Und das heißt wiederum, die müssten irgendwo hier oben sein. Sonst hätte ich jetzt eine Straße genommen und hätte die mal runtergebaut. Aber wohin? Da haben wir noch eine rote Linie. Ach, guck mal, das... jetzt sehe ich. Okay, das geht ja noch weiter. Sehe ich die irgendwie... Oder sehen die irgendwie explizit speziell aus, die Teile? Also die Straße hätte ich in dem Fall nicht bauen müssen. Das war auch nur ein Test. So, ich nehme an, diese Linie ist... Oder was ist das für eine Linie? Ist das die Grenze? Das ist das ganze Gebirge. Jetzt sehe ich erst, dass das alles eingezeichnet ist. Hier geht es nicht mehr weiter. Oh Gott, also die können alle hier hinten sein. Ich mache mal nochmal die Höhenlinien an. Dann haben wir jetzt zwei Angaben. Also das eine ist dieses rote. In diesem Bereich muss es sein. Und jetzt ist die Frage, wo haben wir 200, 300 bzw. 220 oder 230 Meter? Ist das hier dieses dunkelgrüne oder das darunter? Ich werde mich zuerst mal um dieses dunkelgrüne kümmern. Das hätten wir hier hinten nochmal. Wahrscheinlich irgendwann macht es plopp. Ich mache ja nochmal zu. Und man sieht relativ deutlich, dass das so eine Pflanze ist. Und ich suche die ganze Zeit an der falschen Stelle. Deswegen suchen wir jetzt mal in Ruhe hier. Einmal durch die Alpen durch. Eh cool. Dann sehen wir hier mal die Höhenlagen noch. Haben wir hier irgendwie was? Nein, natürlich nicht. Ich klicke mal wild hier rum. Auch nicht. So, da bin ich wieder. Schöne Aussicht, aber nichts gefunden. Nase heilen, Aleppo-Dingens, tja, ich finde hier nichts. Ist aber nicht so schlimm, wir haben ja noch was anderes zu tun. Aber wisst ihr was? Zuerst nehmen wir das hier mal wieder weg, weil so ganz so formschön war das dann doch nicht. Also, wir düsen mal zurück. Wir müssen nämlich, habe ich noch gesehen, hier die Lebensmittel in Städte bringen und nicht in die Stadt. Also das würde heißen, wir dürfen tatsächlich hier noch was bauen, damit wir nach, wie heißt das, Andana kommen und nach Aleppo. Wir haben zwar hier die Hälfte schon geschafft von wegen Lebensmittelfabrik vergrößern, aber das würde ich jetzt natürlich trotzdem machen. Und was wir natürlich auch noch haben, folgendes. Für Brot bzw. Nahrungsmittel brauchen wir zweimal Getreide. Wir haben nur einmal. In dem Sinne würde auch gehen, wir kriegen einfach weniger Nahrungsmittel. Wenn wir aber hier gucken, wir haben hier ja nochmal einen schönen Bauernhof. Ah, nochmal so ein richtig herrliches Teil. Ich würde sagen, ganz einfach, wir bauen eine Straße, damit wir eine Abkürzung haben. Von, sagen wir hier, irgendwie hier rüber. 210.000, heieiei, okay, aber wir haben 74 Millionen. Dann können wir das schon machen. Und dann bauen wir hier, zack, so ein Teil hin. Und dann holen wir von hier eben auch noch Getreide entsprechend. Zack, neue Linie. Von hier, jetzt, nach da oben. Dankeschön. Dann brauchen wir ein Depot, das haben wir hier. Fahrzeuge kaufen. Und da würde ich glatt nochmal Cannstatt wählen. Und wie viele Fahrzeuge? Machen wir mal 8, damit hier auch ein bisschen was geht. Kaufen. Linie zuweisen. Das wäre dann die Linie 3. Dann haben wir das schon. Also, Getreide kommt jetzt nach da hinten hin. Ach, das Spiel vielleicht noch laufen lassen. Das wäre auch eine Idee. Damit hier ein bisschen Bewegung reinkommt. Ja, schon sehr coole Fahrzeuge. Ja, hier. Ja, der ist wohl eher wohlhabend. Ui, ja, der Wohlhabende. Guckt mal, diese Fahrzeuge. Wow, die sind ja auch nett. Ey, Moment, so viel Zeit muss sein.
jetzt mal drehen. Cool. Mein Gott, was für ein cooles Fahrzeug. Die hatten schon irgendwie wirklich nette Fahrzeuge früher, muss man sagen. Gut, die machen sich auf den Weg. Perfekt, dann gibt es hier mehr Nahrung. Und jetzt, wie gesagt, halt mit der Nahrung nicht nach Eregli nur, sondern hier irgendwie durch, vielleicht sogar mit einem Tunnel dann, nach Adana und Aleppo. Und dann sollten wir das hier haben. Und in der Zwischenzeit hoffe ich, dass ich dann irgendwann rausfinde, wie das hier mit Naseheilen geht. Das Problem ist halt, das Spiel ist so neu. Man findet auch nirgends Hinweise, wie das gehen soll. Zumindest jetzt noch nicht. Also, wir brauchen einmal einen Bahnhof, weil das ist klar, das machen wir natürlich mit dem Zug. Das ist eine relativ weite Strecke. Dann bauen wir einen Güterbahnhof und den stellen wir, ja, ne, drehen wir dich und machen dich hier hin. Wobei, dann müssen wir dort wieder noch durch die halbe Stadt durch. Können wir das nicht irgendwie cleverer lösen? Zum Beispiel ein bisschen weiter weg. Ja, dann haben wir dort ein Problem mit der Schiene. Moment, wenn ich so mache, eine Straße hinziehe, dann geht's auch. Machen wir es mal so, das sieht doch irgendwie cool aus. So, zack, gebaut. Jetzt müssen wir aber natürlich die Straße nachliefern. Sonst zählt das sozusagen nicht. Wenn ich dich hier lang ziehe, jawohl, da sieht man wieder mit diesen Tentakeln, hätte ich fast gesagt, dass wir den Bahnhof haben. Passt, gut, Schiene. Was haben wir denn für ein Jahr, 1904? Ich weiß gar nicht, was wir hier für Züge zur Verfügung haben, das werden wir aber rausfinden. Wir machen mal das eine Gleis, das wir haben und düsen nach, ich würde sagen, nicht hier quer durch, könnte man zwar machen, aber ich möchte ja nicht die Stadt demolieren, sondern wir düsen hier außen rum, machen hier das Ganze mit Kurve und irgendwie habe ich schon das Gefühl, man baut hier wesentlich schneller wie bei Transport Fever 1, wenn ich mich nicht täusche, komme ich hier überhaupt lang? Oh, bauen oder abreißen hier nicht erlaubt, okay, wir können das gar nicht machen, das ist die Grenzdingens. Okay, also nach da hinten kommen wir noch gar nicht. Ist ja interessant. Dann müssen wir das tatsächlich hier schaffen. Dass wir die Lebensmittelfabrik entsprechend vergrößern. Müsste eigentlich eh gehen. Aber ich frage mich gerade, ja, warum steht hier Städte? Liefere Lebensmittel in die Städte. Vielleicht müssen wir tatsächlich zuerst das andere hier oben lösen, dass wir dann sozusagen den Durchgang bekommen. Da habe ich schon gefragt, was die Linie bedeutet. Und habe das ja erklärt damit, dass hier in diesem Gebiet wahrscheinlich dann eben diese Sträucher sind, aber da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Kann ich hier, ja wahrscheinlich nicht, aber kann ich hier vielleicht, doch ein Bahnhof würde gehen, ein Gleis würde auch gehen. Okay, ich komme einfach nicht um diesen in diesen Bereich rein, aber der Bereich, man sieht, der teilt natürlich die ganze Map, also wir kommen hier nicht mit den Schienen durch. Gut, dann müssen wir das hier hinten lösen, dann müssen wir aber auch gucken, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Abnehmer mehr haben. Naja, 5 Brote. Das wird eigentlich auch funktionieren. Mein Gott, wir haben das Geld. Wir investieren nochmal. Fahrzeuge kaufen. Machen wir mal nochmal 5 Stück. Kaufen für. Beziehungsweise nicht kaufen für, sondern Linie. Und das wäre dann. Wer geht da in die Stadt? Geht da eigentlich noch keiner in die Stadt? Ach, da ist ja. Ja, jetzt. Moment, wir gehen nach hier hinten. Da ist ja noch eine Stadt. Hey, was? Die habe ich irgendwie komplett übersehen. Beziehungsweise ich habe sie schon gesehen, aber irgendwie die nicht wirklich auf dem Rechner, auf dem Fokus gehabt. Was mir übrigens auch gerade noch einfällt, ich habe irgendwie bei den anderen Missionen tatsächlich die Hälfte vergessen. Ist ja unglaublich, weil diese Nebenmission, die Bonusaufgaben, die muss man tatsächlich selber freischalten. Da muss man tatsächlich draufklicken, ja, annehmen sozusagen. Und da waren nochmal 2, 3 Sachen, das tut mir leid, aber das werde ich jetzt künftig sicher anders machen. Gut, haben wir die Fahrzeuge noch hier drin? Jawohl. Dann ist das jetzt hier die gelbe Linie. Die kommen hier rauf. Und jetzt müssen wir hier hinten natürlich noch gucken. Wo haben wir denn hier? Die Brote. Die haben wir hier. Das heißt, zack, nehmen wir dich hier. Gebäude. Abladen reicht. Damit ist noch nichts aufladen. Machen das hier. Wieder eine neue Linie. Zack, von hier nach. Wo müssen wir genau hin? Genau da rein. Funktioniert auch schon prächtig. Wieder ein Depot, beziehungsweise wir nehmen, was sollen wir nochmal ein Depot hinstellen? Wir haben so viel Geld, die kriegen hier ihr eigenes Depot, würde ich sagen. Das kann ja nicht schaden, wenn es eben nicht viel kostet und zu bezahlen ist. Warum auch nicht? Einmal drehen. Zack, hier hin. Fahrzeug kaufen. Machen wir glatt wieder Kollege Kahnstadt. Machen hier mal 8 Stück. So, zuweisen wir die 4. Und dann haben wir das auch angeleiert. Mal gucken.
Ob die hier nicht wächst. 200 Produktion, 190 versendet von 200, Transport 30%. Da müsste jetzt noch ein bisschen was dazukommen, weil wir jetzt das hier noch angeleiert haben. Ja, cool. Dann müsste das so auch gehen. Aber wo diese, wie heißen die Teile? Schlangenweidenbüsche sind. Also das ist mir echt ein Rätsel. Man kommt hier hin, wenn man draufklickt. Ich habe alles mal abgesucht hier, aber hier ist nichts von wegen Hinweis oder irgendwas. Ich sehe schon kommen. Wenn dann klar ist, was man hier machen muss. Falls ihr das tatsächlich schon wissen solltet, dann lacht man wahrscheinlich, weil ich komplett zu weit denke. Ich weiß nicht. Aber ich sehe hier nirgends so einen Busch. Ich kann klicken, wo ich will. Ich sehe keine Markierung. Wahrscheinlich suche ich auch völlig am falschen Ort. Aber okay. Aber kann das sein? Nee, hier hinten kann das nicht sein. Ich dachte gerade vielleicht, weil dort ja das Gebiet sozusagen abgesperrt ist. Nee, hier ist nichts, hier ist überhaupt nichts. Ich bin echt gespannt, wo das ist. Das finden wir schon noch raus. Okay, gut, düsen wir wieder zurück. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Und dann hoffe ich, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns wieder. Ja, ich kann nicht sagen morgen, aber bis jetzt hat es geklappt, dass diese Kampagnenvideos tatsächlich täglich kamen. Muss mal gucken, ob ich das aufrechterhalten kann. Dann wäre es morgen. Und sonst hoffe ich, wir sehen uns einfach in einer nächsten Folge. Hier bei Transportfieber 2 Kampagne. Hier bei Heisenberg zockt. Aha. Was macht ihr hier? Stauen. Die Linie 4 staut. Okay. Jetzt fahren sie wieder. Naja, gut. Wir haben Tschüss gesagt. Das soll gelten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.